Hallo Survival-Freunde, es ist wieder mal Zeit für The Long Dark. Und mir ist wieder eingefallen, ja, wo die Laterne ist. Aber ich hole das jetzt mal hier raus. Und mach das mal hier da. Hier garantiert nicht dazu. Da ist die Flinte drin. Dann packe ich es hier hin. So. Die gute Laterne ein. Und das Öl ebenfalls. Jetzt muss ich mal schauen, ich kann ja, glaube ich, auch die Laterne harvesten. Ja, da komme ich mit ein Scrap Metal raus. Das ist echt alles. Okay. Ich brauche für die Hatchet 2. Oh, das ist mies. Als nächstes werden wir uns versuchen, Fir Firewood zu bekommen zum Reparieren. Und dazu gehen wir nicht zurück dahin, wo wir das andere abgelagert hatten, sondern wir versuchen, uns Frisches zu schlagen. Ja. Weil da hinten hin möchte ich eigentlich erst, nachdem ich den ersten Wolf oder Reh oder irgendwas erlegt habe, weil ich dann da hinten gleich die Fallen bauen möchte und dafür brauche ich diese Innereien. So, Pocket Beans, so. Food, Condition. So, Food, 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 Food. So, jetzt brauchen wir was zu trinken. Ne? Will hier scrollen. So. Soda, 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 Soda. Soda. Und das war noch eine Regel, na egal. Soda. Jetzt sind wir bei 15 Kilo. Dann nehmen wir hiervon noch ein Literchen. So. Uns fehlen 600 Kalorien, die führen wir uns ein. Na, ich mach's mit dem Soda. Ich dachte, wir hätten noch einen billigen Riegel. Daher haben wir ja. So. Und der Restdurst wird hier getrunken. Gut. Wir haben 20 Uhr. Natürlich gehen wir mit dem Holzschlagen erst morgen los. Das heißt, wir müssten noch zwei, drei Stunden totschlagen. Vielleicht mit Harvesten. So, ja, dann nehmen wir mal die Newsprints und die Rolls. Yep. Und die harvesten wir mal. Newsprints, give it to me.
Und dann morgen für Firewood besorgen. Ja, Useful Molds. Oh, die geben gleich 4. Es gibt, oh, das sind 20 Stück, ey. Kauf. Dass ich für die Axt 2 Scrap Metal ausbüße. Aus der Laterne, auf eine von den Laternen bekomme ich einen raus. Aus dem Dosenöffner bekomme ich einen raus. Was ich nicht weiß, wir haben irgendwo, haben wir noch 2 Jerry Canes. Wäre interessant. Can Opener gäbe 1. Knife gäbe 1. Und das war's. Würde mich interessieren, ob man aus den Jerrycans auch noch was harvesten kann. Rein theoretisch müsste ich da ja so Schnellanzünder daraus basteln können, weil ist ja Sprit drin. Und aus dem Metall müsste ich eigentlich Scrap Metal gewinnen können. Rein theoretisch. Uhr. Das kaputte Ding. Mal nach Conditions und die Jeans. Die Socks. War es schon dunkel? So. Ja. Und go. Erreichen. Ich hoffe auf ein anderes Wetter, was ich da so höre, gefällt mir schon mal nicht. Den hätte ich auch noch. So, fertig. Fertig. Material und dann Knopf hier rein. Haha, die 29 Tinderblocks, die lege ich dann am Morgen auch noch weg. Uns fehlen 500 Kalorien. Ein guter Schluck. So, dann legen wir da was nach. Könnte schon Drink. Nehmen wir dazu da. Soda. 23.30 Uhr. Gute Nacht. Erfolgreichen, anstrengenden Tag hinter uns. Da ruhen wir uns mal ordentlich aus. 6 Tage, 15 Stunden. Und wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt. Noch besser wäre es, wenn wir jetzt noch die Knarre voll mit Patronen hätten. So. So. Stopp. 15 Kilo stehen. Ups. Ja, natürlich haben wir Durst. So, das erste Mal, dass wir Sardinen essen. Toi, toi, toi. Vorstellung Sardinen. Pork Beans 600 Energy Bar. Pork Beans wiegt mehr. Nehmen wir Pork Beans, nutzen den Ken auch noch.
So, und rein damit. Jawohl. Den Rest erledigt das Wasser. So, dann nehmen wir auch noch mal. Ja. So. Rausnehmen. So. 15,5 Kilo. 9 Uhr. Voll fit. Die Knarre habe ich abgelegt. Das schauen wir erstmal raus. Hinten auf dem See läuft schon ein Wolf. Halten wir die andere Tür raus. Oder sollen wir mal durch die Häuser da gehen? Eins, zwei Wölfe da hinten. Ah, das Inselchen, das andere wollten wir ja auch noch. Das kommt aus dieser Richtung. Das wäre genau der beste Grund, um nicht in diese Richtung zu gehen. Aber komm, checken wir die Häuser. Immer noch die Hoffnung, Patronen zu finden. Ist das ein... Nee, ist eine Wasserflasche. Okay. Wieder mal da. Ah, das ist ein Soda. Nee, mir ist es hier einfach zu dunkel. Jetzt habe ich natürlich die gute Lampe dabei, ne? Oh, was haben wir hier? Für Firewood. Was? The Newspaper, Streichhölzer. Mehr Newspaper, also Tinderplugs haben wir bis zum Erbrechen. Oh, hier wäre auch ein Kamin gewesen. Was ist hier? Ach, schön. Und das ist noch fit. Wir brauchen das praktisch nicht mehr. Jo. Jetzt ist im Kreis gelaufen. Okay. Eine Jeans, ein paar Schuhe, das lasse ich stehen. Und wieder Wasser. Wie viel geht die Welle, dass hier Klamotten überall nur drin sind? Oh, mal wieder eine Flare. Ach nee, das ist erst mal das Innere der Badewanne, was finden. Nee, ne? Ach, schade, ich dachte, es sind Patronen. Aber ein Brandbeschleuniger ist gut. Ja, das lasse ich liegen hier. So, was haben wir mit dem Fernsehtisch? Jetzt geht's aber ab. Und da kramen wir mal noch irgendwo ein paar Scrap Metal raus. Hier zu verschwenderisch mit der Lampe. Das will kommen, Handy. Bleibt liegen. Ich habe keine Lust, mich zu schleppen.
kann ich nicht liegen lassen. No, could end up being useful. Kann ich nicht liegen lassen. Kann ich liegen lassen. Tja, ansonsten sieht's dünn aus. Okay, dann gleich fast mit das hier noch. Noch einmal die Küche. Best to be prepared for anything. So, jetzt habe ich, glaube ich, hier in der Bude schon alleine schon 200 Liter Wasser gefunden und dabei habe ich noch nicht das Klo ausgesoffen. Riegel nehmen wir. Zieh da mal irgendwo eine schöne Schachtel Patronen raus. I think I can use this. Ich frage mich eigentlich, warum wir für diese Tüte Beef and Jerky einen Dosenöffner brauchen. Aber naja. So, ich würde mal sagen, das war's. 10 Uhr. Momentan sehe ich keinen Wolf. Was nichts heißen muss. Oh! Und die Wölfe sind weit weg. Schnell zuschlagen, vielleicht bekommen wir Innereien. Ja, wenn wir es jetzt schaffen, uns solche Fallen zu bauen, können wir noch weiterhin, ich brauche kein Leder, können wir noch weiterhin, das, genau, dann können wir das mit den Fallen eventuell mal ausprobieren und können noch weiterhin auf den Einsatz der Rifle verzichten, wenn wir das da schaffen, Hasen zu fangen. Sofern das überhaupt irgendwie funktioniert oder vielleicht, ich weiß ja nicht, was das für Fallen sind oder ob wir noch andere Sachen draus bauen können. I really don't know. So. Ist das Haus etwa baugleich wie mit dem anderen, mit dem Arschlochhaus? Was ist denn das? Isolierte Boots? Die nehme ich aber auf jeden Fall. Isolierte Boots. Jetzt sag bloß, jetzt fangen wir auch noch an, hier die Superkleidung zu finden. Standard Heavy Boots Wetter. Der Vlies kann drin bleiben. Das ist das baugleiche Haus wie das letzte Mal, weil in diesem Haus leckt's bei mir immer. Oder das Wasser lasse ich jetzt stehen. Ja, ja. Hier mit den offenen Dosen.
Antiseptikum. This will come in handy. Antiseptikum nehmen wir. Was liegt hinterm Klo? Nicht. Genau die gleiche Crepe wie, als sie mir überlastet. Wie in dem anderen Haus. Jetzt sag bloß, dass wir jetzt oben auch noch eine Hatchet finden. Ja. Never know. Could end up being useful. Und die hat guten Zustand. Ja, sauber. Ja, sauber. Freu. So, ich durchsuche das hier jetzt nicht weiter. Ich bin eigentlich nur nach oben, weil ich wissen wollte, ob da jetzt tatsächlich auch noch eine Hatchet liegt. Geil. Hatchet 2.0. Und mit diesem Erfolgserlebnis verabschiede ich mich in die nächste Folge. Bis dann, tschüssi.